Der ist zu langsam, der Kerl. Wo wirst du denn Hagel? Ist das Hagel? Nein, das ist Janas Nagellack entferner Tube. Ah, scheiße, stinkt das! Also ruhig mal vorher sagen. Nein. Riech mal, Alter. Oh, jetzt hör auf, jetzt krieg ich den ganzen Zeit. Ich hör drauf, hochentzündlich. Nail Polish. Eine Superbox. Was ist das denn? Das ist eine Box? Wie benutzt sie das? Schickt sie ihren Finger da rein oder was? Quatsch. Ja? Quatsch. Natürlich. Die steckt da ihren Finger jetzt rein. Ja, oder was? Da ist ein Nagellack-Entferner drin. Kann auch nicht gesund sein, oder? So, hat der Shit entschieden? Marzipan, ja, ich soll Marzipan essen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Obwohl, gegen Lu hat er auch nichts gehabt. Oh, warum ist denn das in deiner Süßigkeitenbox drinne? Das hat Jana da irgendwie reingesteckt. Das stinkt auch hier so. Riech mal meinen Fingernagel jetzt. Nein. Riech wirklich nein, mal. Nein. Das riecht gut. Das gerade mit gepubbelt oder so. Quatsch, ich hab mir die Kimbe nur gekriegt. Gabagandal. Also tot. Das ist so. Und tot. Marzipan ist geil, also mit Schokolade umhüllt. Marzipan-Kartoffeln, nicht geil. Fat Boy! Man muss ja wirklich Jenny 1 lassen, die ist ja sehr aufmerksam. Das hätte ich jetzt gecheckt. Die sagen, Stockholm sind tot. Ja? Ja, ich hab dich nicht gecheckt. Oh, ich bin tot. Ich dachte, sie... Fuck! Ja. Riecht ja meinen Finger, ja. Fingerkaka! Bei dir gewöhnt man sich auch dran, dass du stirbst. Ne? Alter Schwede, ja, weil ich mehr Risiko eingehe als du, ja? Oder wie find du? Ja, nix. Ja, du schleißt dich immer du an. Du läufst mehr Treppen als ich. Ja. Ach, Jenny, du bist uns noch eine Erklärung schuldig, was Einhorn-Kakao ist. Weil weißt du das mittlerweile? Ich weiß das ja. Was ist ein Einhorn-Kakao? Ganz viel Zucker. Hä? Ganz viel Zucker. Oh, was ist denn Einhorn-Kakao? Was für ganz viel Zucker ist. Was ganz viel Zucker ist. Hab ich gerade noch gerettet, ne? Wenn ich alt bin, krieg ich Diabetes. Also jetzt schon. 5% Akku. Ja, ich hasse dieses Handy. Okay. Geschossen. Wieso kann eigentlich hier Big T links da posten und ich bei mir wieder so noch gesperrt? Wenn du in 5 Sekunden stirbst, dann muss man auf den Link klicken. Er hat irgendwas geschrieben. Wir? Erinnern wir dich an die beiden? Das sind jetzt die beiden von der Muppet Show hier. Walter und Gromit hätte ich was gedacht. Der MG, der andere, ne? Oder keine Ahnung, das ist tot. Nachladen. Thank you. Lighters. Du hast nicht einen Hund gefunden. Was machst du denn die ganze Zeit da? Ich versuche irgendwie durchzukommen, ja? Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Ah! Was ist das Ziel dieses Levels? Die Geiseln sind schon welche tot. Hunde finden wir keine. Was ist denn das Ziel? Wahrscheinlich einfach nur so viele Geiseln retten wie möglich, oder? Nice, reload. Und gleich mal da, schaffst du das? Rüberspringen, ne? Okay. Okay.
jahrelang auch nicht getroffen. Riecht gar nicht so schlecht, also nicht mal so, dass ich so ein Schnüffler bin oder riecht parfümiert. Komm ich da jetzt rüber oder nicht? Oh, rechts? Ja. Klar, do it. Glaub an dich. Oh, schlecht. Ja, pass auf, wenn du schaffst es. Rettet die Scheiße. Ach, egal. Der Sound. Der schmeckt bestimmt, wenn man ihn lauter macht. Der schmeckt bestimmt gut, wenn man ihn lauter macht. Der ist schon cool. Nein, brauchst du nicht lauter. Ach nein. Oh, oh. Was kriegen wir jetzt? Rico Shot, das hatten wir noch nicht, oder? Rico Shot. Was ist das? Ja gut, Gummigeschosse. Bullshit, wer macht denn sowas, ey? Geht doch gar nichts. Ja, hier wird das jetzt zu eng, glaube ich, ne, oder? Ach ja, hier bleibt mal die altbewährten Route oder auch nicht altbewährt. Einfach durchkommen irgendwie. Ich hätte das eben schon wenden müssen eigentlich. Ich hab's nicht gesehen, oder? Aber nein, ich will wieder durch. Oh fuck, ey, das war... Du musst ja die Geiseln, glaube ich, alle retten. Ach so, zumindest tot oder lebendig. Ja, tot oder lebendig, eins und zwei. Da drüben ist noch ein Haus, ne? Ach super. Oh. Wir kommen da niemals durch. Das müsst ihr jetzt viel besser. Das müsst ihr jetzt für den Rest eures Lebens hier ertragen. Ja. Wir spielen das jetzt hier heute noch durch. So, was machen wir hier? Ne, das ist auch. Also, über, doch klar, über. Ne, hoch. Egal, oh, das war ja stark, das recht, ja. Ach ne, hoch geht ja auch nicht. Verfick! Dann musst du doch links rüber. Hoch und dann links rüber. Aber da stirbt doch die Geisel. Nein, da ist keine Geisel. Doch, ja. Vor allem die Geisel stirbt doch. Hat gerade wieder drauf eingehauen. Den Bügel der Knarre oder so. Powershot hast du. Ah ja, schön. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass ich Dings, dass ich. Hab ich das erzählt. Vor ein paar Monaten auf dem Schießstand richtig war mit Schrotflinte. Boah! Echt jetzt? Ja, ja. Schrotflinte und alles. Kumpel, also. Ja. Ein guter Kumpel ist es nicht. Den sehe ich nicht oft. Schön Schrotgewehr, Taubenschießen, Kipp. Parse, ich da. Ja, jetzt, jetzt, echt? Ja. Warum sagst du nicht mehr was? Warte doch gerade. Ja, jetzt! Alles für unsere Zuschauer. Warum hast du da keinen Vlog von gemacht? Hm? Warum hast du da keinen Vlog von gemacht? Was? Ein Vlog? Vlog? Videolog, ja? Bin ich. Was? Bin ich. Dings hier. SMB im Shampoo. Bidi. Bibi, ja. Bibi, genau. Du bist die Bibi Beauty Palace nur für. Jetzt hör mal auf, ich muss mich konzentrieren, sonst sterbe ich gleich wieder und ärgere mich. Die Dings schon nochmal wie die Augen. Aber hier kann ich auch noch hoch. Ja, runter. Wann war das überhaupt? Wann habt ihr das gemacht? Wo vor allen Dingen? Wenn du auf A27 Richtung Hannover fährst, da ist das. Unweit der Autobahn. Kann man da ein bisschen ausdrucken. Quanta Chevalle? Quanta Chevalle? Was kostet? Ja. Munition hauptsächlich und Standgebühr ist, weiß ich gar nicht. Ich hab 30 Euro bezahlt oder so. Oh cool. Oder dafür einmal richtig ballern, ne? Ja. Aber ist echt schon Respekt vor so welchen Waffen, also ja, ich auch. Wahnsinn, ey. Ja, weil du weißt, wenn du Scheiße damit baust, das tötet Menschen, aber Karl! Ja, also wenn du einmal Blödsinn damit machst, dann... No, lauf, Digga! Ich hab so ein Schrotgewehr erstmal hält. Schrotmunition. Also, so wurde es darauf. Wurde es aufgefordert, ich schaffe es jetzt. Beauty-Vlog zu machen. Was für ein Ding? Beauty-Vlog. Fabi's Beauty-Vlog. Gerne. Ich meine, du hast mit Nagellackentferner angefangen, das können wir rausschneiden. Riech mal Finger. Riech mal Finger, das ist das Highlight. Und dann, ja, vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes, ja. Was wir dir geben können, was du vorstellen kannst. Eine schöne Haarkur zum Beispiel. Natürlich mit ganz wenig Product Placements. Wer trinkt denn nicht dieses Tabakwasser? Schmeckt so scheiße, ey. Warte. Tabakwasser. Ja, ist doch so. Schmeckt doch noch.
Tabak, eingelegten Tabak. Oh, hier ist Energy. Von, ich glaube, von. Oh, come on! Nein! Ihr habt keinen Bock mehr auf das Spiel. Wieso können wir nicht Stardew Valley spielen? Da stirbt keiner. Da stirbt keiner. Oh, töten. Okay, komm. Ich mach das jetzt ganz schnell fertig, ja? Damit du aufhörst. Du schaffst es sowieso nicht. Du kriegst nicht 10 Euro. Ich geb dir den nächsten Kinobesuch aus. Du bist mir so entschuldigt. Ich hab dich eingeladen in La La Land, ne? Oder den Film davor. Wenn du es jetzt schaffst. Scheiß auf die Geiseln. Völlig egal, wenn du es jetzt schaffst, lade ich dir und alles klar. Was extra, und daher, was auch extra gemacht für die Quote. Ja, genau. So gesagt. Jetzt krieg ich. Ja? Nö, jetzt nicht mehr. War so überrascht, was du mir für ein Angebot gemacht hast, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Genau, weil ich ja sonst denke. Ja, alles klar. Der ist einfach zu langsam. Ach, Quatsch. Ich versuch das jetzt mit dem schwulen Martini so auf den Level. Ja. Aber der ist viel schneller. Viel mehr Pop. Fabi ist ein guter Kleiner. Ihren Namen haben sie schon ausgewählt. Nicht für dich. Ah, ja. Nee, ja, dann stelle ich. Ich kann ja schon mal anfangen hier. Ich stelle euch heute vor: Colors Nail Polish Remover Box. Ihr macht die auf, steckt euren Finger da rein. Ja, dann wissen an so eine Trucker-Fotze. Und dann ist euer Finger sauber. Robber-Fotze, hast du Robber-Fotze gesagt? Das ist, du verarschst mich. Ich steck da nicht den Finger rein. Nein, ich steck da meinen Penis rein. Das nein, ist jetzt mal ehrlich, ich steck da echt den Finger rein. Ich mach die da selber. Ja, das ist wirklich. Da unten ist bestimmt Nagellack irgendwo. Mach dir Nagellack in den Finger. Und dann macht ihr jetzt so Finger da richtig rein da. Also ihr sitzt dann abends auf dem Sofa, guckt ja eine Serie und dann macht Jana so, steckt den Finger rein und sitzt dann neben dir, während sie in so einer Box rumfühlt. Ja, ja. Ich guck ihr sogar dabei zu und feuer sie an. Er fühlt sich toll an, ne? Guck mal, jetzt geht er. Er ist schon mit dem dritten Finger gerade da reingegangen. Nee, den zweiten. Jetzt ist der dritte sauber. Oder der dritte. Aber das bringt ja nicht, ich hab ja keinen. Wenn dann die Nägel davon nicht sauber. Nee, ne? Doch. Was hast du denn mit dem Finger? Hast du den Oma ausgegraben oder was? Ja, wo ich mal so ab und zu im Ohr rumpule oder. Was ist da? Lauf doch runter, du Panse! Schlecht. Cheers. Halt die. Kannst du ja nachher grüßen, wenn du irgendwas Krümeliges oder irgendwas Ekliges, Krustiges da drin entdeckt hast. Das ist ja, das ist wahrscheinlich ein neuer Sperma. Den dicken Daumen jetzt mal. Was? Dicken Daumen. So muss ich ja nie mal schenken, das kennt die bestimmt gar nicht. Die macht das immer mit. Weiß nicht, Q-Tip oder mit Wattestiel oder so. Das ist teuer, oder? Was kostet das? Das hat jetzt, glaube ich. Wir schaffen das heute nicht mehr, das Level. Wir sind zu doof. Nein, 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 komm, komm. Ich schaff das Level jetzt, versprochen. Du hast eine Fatboy, denk an den Rückschlag. Ja, das war Fabians Beauty Corner. Kann ich nur empfehlen, die Hände riechen. Oder auch nicht! Verdammte Scheiße! Kein Edding mehr und kein Prittstift, es reicht auch an den eigenen Fingern zu riechen. Den Preis weiß ich nur noch nicht. Ich denke mal, ich. 6,99 glaube ich. Ach man, da hat er die Fresse! Ich hätte jetzt so eine Empfehlung abgegeben. Ich hätte 5,99 Euro gesagt. Bei Rossmann. Nee, Rossmann ist keine Eigenmarke. Yep. Nee, das ist Amazon. So, ach, Amazon. Ich will das bei Amazon. Ich hab das ihr geschenkt. Hat die es vorher noch nie benutzt, oder was? Nein. Das hast du bestimmt für dich selber gekauft, oder? Um dein Ding da reinzustecken. Ja, ist ja schon ein bisschen weich, aber es brennt bestimmt voll auf der Eiche, oder? Da ist so Alkohol wie, drin. Wenn man, als wenn man einen Franzbranntwein gebracht hat. Schon mal einen Franzbranntwein gebracht? Amazon, wieso bestellst du das bei Amazon? Ja, kannst du nicht hier die Wirtschaft so aussachen? Ich brauche einen Nagellackentferner, so eine Tube, wo man seinen Finger reinsteckt. Ja, ich habe auch früher bei Janine, bei Douglas für Janine Sachen gekauft. Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt nehmen wir. Jetzt geht uns gar nichts mehr. Das klingt so besiegen. Tut mir leid, irgendwas vorgefallen. Also dreh dich lieber, du wolltest das jetzt schaffen. Du musst endlich mal weiterkommen, ey. Wenn du das jetzt nicht schaffst, schaffe ich das mal nicht. Oh, das sieht schlecht aus. Der schießt auch wirklich. Ich weiß nicht, ob der immer eine Brille braucht, der Kollege. Konzentration ist auch bei dir auf. Egal. Vier tot. Aber du hast ja gleich die fünfte. Das heißt, da könnten wir zum Level ausgaben. Da würden wir gar nichts schaffen und wahrscheinlich nicht mal die Hunde.
Wird das Level bestimmt nicht akzeptiert als Spiel, oder? Runde krieg ich hin. Ja, das ist auch nicht schwer. Boah, kann ich sterben. Da oben? Ah. Ja, den lila Nagellack, den spare ich mir mal. Ja, Ryu, es tut uns leid, wir sind echt, wir sind einfach schlecht. Energie, ja. Oh, guck mal, die ist ja verbrannt, cool. Mann, ich latsche wieder nach, Mann. Oh, oh, oh. Oh, da oben ist eine. Juhu! Die Rakete. Kein Laser. Kein Nagellack. Power Shot. Kannst du von da nicht schießen? Hey, Fanboys, get a move! Thank you! Thank you. Oh, das nein, er ist. Raus, du kannst raus, 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 geh raus, geh raus, komm, geh raus. In den Helikopter rein. Ich will die aber noch eben. Oh. Wir haben es geschafft! Ja! Was? Jesus Christ, ey. Oh, Alter. Finde die Hunde alles scheißegal. So, mein Lieber. Also das ist mindestens Kinobesuch wert, ja? Was? Hm? Oh, tut weh. Stirbt, glaube ich, ab. Also Ryu, wir haben es geschafft, Alter. Kein Applaus von euch. Was ist das denn? Ja, also... Das ist unfair jetzt. Ja. Was? Ja. Ja. Und Applaus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Level wählen. Die Kurve ist ganz schön steil, ne? Ja, probably a trap. Hilfe dabei, die Maus. Elend. Töte alle beim Beispiel. 140 Sekunden. 10 Abschüsse. Boah. Ja. Lieber Chat. Wenn ihr das sehen wollt, dann guckt euch was anderes an. Ich zeige den Chat nämlich. Das ist wirklich hardcore. Also das ist... Wir nehmen jetzt mal hier, wie das... Oh, Zeitlimit. Please don't shoot! Please don't shoot! 131 Sekunden ist schlecht. Ja, ja. Molotov-Cocktails, hast du drei Stück? Was ist denn da? Was ist denn da? Ach, ich dachte schon. Was? Speedload? Sauber, Alter! Aus dem Fenster rausgeschossen, schön. Wie läuft? Ja, dann ist mal wieder irgendwie. Zu voreilig. Vielleicht noch einer. Du meinst? Was? Zwei Minen hast du. Thomas, machst du extra gerade, also machst du gerade Werbung für, oder unten kommen zwei? Machst du gerade Werbung für einen externen YouTube-Channel? Boah, Junge, Digga, ey, pass auf, was du machst, Mann. Ich schwör. Nein. So, können ja nicht eine Wand in die Luft, ja. Ich stirb dabei nicht. Oder so. Ach nee, ach, das ist Applaus. Nein, in die Verdrehung, du Hillbilly, du Penner, ey. Mama! Das geht auch nicht. Oh komm, 15 Sekunden ist doch. Ja, von hinten kommen wieder welche. Der ist nur betäubt. Oh, komm mal, komm mal, komm mal! Ich liebe diese Animation, ne? Oh, Mann. Ja, Mann. Oh.
aber auch echt Aggressionspotenzial.